und herzlich willkommen bei Dude Yourself Inspiration Reviews. Ich habe hier heute eine günstige Camouflage-Palette, also eine Abdeckpalette. Die hat ungefähr nur 2 Euro gekostet bei Amazon.de. Und ja, das ist eine Concealer-Camouflage-Palette mit unterschiedlichen Tönen. Zum Abdecken von Hautirritationen und es sind viele verschiedene Hauttöne mit dabei. Außerdem ist hier noch rosa, so ein blau-grünlich und silber. Damit kann man eben dann noch, also mit dem grünlichen kann man so rote Stellen abdecken. Das ist, wenn man zum Beispiel extrem rote Wangen hat, kann man sich so eine Kontrastfarbe, so einen grünlichen Ton drauf machen. Das sieht dann gar nicht grün im Gesicht aus, sondern damit kann man eben so Rötungen ein bisschen entfernen. Das Gegenteil davon ist dann eben hier dieses Rosa. Damit kann man sich so einen rosanen, frischen Look auf die Wangen zaubern. Und hier das Silber ist eben noch so, um dem Ganzen so ein bisschen so einen Glanz zu geben im Gesicht. Die anderen sind eben in Hauttönen, um das Gesicht abzudecken. Und ja, ich habe die auch selber noch nicht ausprobiert. Ich finde das aber interessant und würde die gerne mal testen, weil die ja wirklich extrem günstig waren. Praktisch ist schon mal, das Ganze ist in so einer Plastikbox, kann man gut mitnehmen. Ist eine ganz stabile Box eigentlich. Was ich nicht so gut finde, keiner hat ja eben diese ganzen Hauttöne. Und es wäre meiner Meinung nach besser, man hätte nur wenige Hauttöne, dann hätte man auch eine kleinere Palette, die man mitnehmen kann. Man hat ja höchstens so 2 bis 3 Farbnuancen, die man vielleicht benutzt, noch ein bisschen, um ein paar Highlights zu setzen im Gesicht. Aber sonst, keiner braucht ja wirklich von dunkelbraun bis zu diesem ganz hellen Puderton alle. Deswegen, meiner Meinung nach, hätte man nicht diese 15 Farben gebraucht, sondern man hätte das Ganze auch etwas kleiner machen können und dann verschiedene Paletten, einmal für dunkle Haut, einmal für helle Haut, weil man wird ja nie alle aufbrauchen und man hat vielleicht dann irgendwann eine leer und die anderen sind alle noch voll. Deswegen, das finde ich ein bisschen merkwürdig, dass die alle eben in einer Palette sind. Aber wenn man zum Beispiel andere Leute auch schminkt, die eben unterschiedlich Hauttöne haben, braucht man dann ja, also wenn man das professionell benutzt, verschiedene Hauttöne. Aber wenn man das wirklich nur für den persönlichen Gebrauch benutzt, braucht man ja eben nicht so viele verschiedene Töne. Aber für den Preis wollte ich mir das wirklich einfach mal ansehen. Und ich fange mal an mit diesem Silberton. Also man fühlt, es ist eine sehr weiche Konsistenz. Also man merkt, wie das so leicht unter den Fingern schmilzt. Und wenn ich das auf die Haut auftrage, ist da einfach so ein leichter Glanz. Also dann sieht man gar nicht mehr Silber, sondern die Haut bekommt da einfach so einen Schimmer. Jetzt mache ich mal mit diesem Blau weiter. Von der Konsistenz, das ist genauso. Und wenn man jetzt extrem rote Hautstellen hat, ich habe jetzt nichts Besonderes Rotes hier an der Hand, aber wenn man da das dann drauf macht und gut verreibt, wird man einfach an der Stelle etwas blasser. Es wirkt dann nicht mehr bläulich, sondern dadurch hat man dann eben einfach einen helleren Hautton. Manche kriegen extrem schnell rote Wangen und die benutzen dann so etwas, um die Haut ein bisschen neutral aussehen zu lassen. Das Gegenteil, habe ich ja eben schon gesagt, ist eben so ein Rosa. Wenn man das gut verreibt, gibt das einfach der Haut so einen kleinen frischen Kick. Man sieht so ein bisschen gesünder aus an den Wangen, ein bisschen frischer. Ist jetzt schon ein bisschen extrem, das muss man noch ein bisschen stärker verreiben. Gerade in der Kombination mit dem Blau sieht das jetzt sehr hell hier an meiner Hand aus. Aber wenn man eben dann einfach so ein bisschen rosa sich mit auf der Haut einarbeitet, dann kann das wirklich gut aussehen. Ich finde jetzt gerade, ich habe die 3 ja schon mal so angefasst, ich finde die von der Konsistenz ganz gut und die lassen sich auch ganz gut verreiben. Also dafür, dass die so günstig waren, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass die so angenehm sind. Gerade dieses Silberne, finde ich, ist noch etwas weicher als die anderen von der Konsistenz. Also es fühlt sich fast schon so leicht flüssig an. Und wenn man das hier verreibt, zieht das wirklich gut so in die Haut ein. Also man kann das gut in die Haut einreiben und es gibt einfach nur einen schönen Glanz.
Ich habe das jetzt ja mit dem Finger immer gemacht, aber man kann das natürlich auch gut mit einem passenden Applikator machen, damit man das dann auch schöner auf die Haut auftragen kann, also mit einem kleinen Schwämmchen zum Beispiel. Und ich werde jetzt auch nicht alle möglichen Hauttöne ausprobieren. Ich werde mal als erstes hier dieses ganz helle ausprobieren und das hier auf meine Hand auftragen. Allerdings bin ich jetzt schon ein bisschen gebräunt, deswegen das ist jetzt ein bisschen zu hell. Allerdings, wenn ich es jetzt eingerieben habe, so hell sieht es jetzt gar nicht mehr aus. Sieht jetzt eigentlich ganz gut aus, finde ich. Und deckt eben dann so ein bisschen, ja, man sieht schon, hier bin ich jetzt deutlich dunkler als hier. Es deckt schon die Haut einfach ein bisschen ab. Jetzt mache ich mal als Kontrast hier das ganz dunkelbraun. Das ist natürlich für Leute, die eine extrem dunkle Haut haben. Wenn ich mir das jetzt hier auf die Haut auftrage, das fällt richtig stark auf. Und da kann ich auch das einreiben und das fällt immer noch auf. Also das ist nichts für meinen Hautton. Jetzt werde ich mal schauen, welcher von den Tönen am besten zu meinem Hautton passt. Man möchte ja eben einen Ton finden, der so aussieht, also dass man eben Unebenheiten richtig abdecken kann und das trotzdem nicht auffällt. Also das muss schon gut ausgewählt sein. Wenn ich jetzt mal meine Hand hier so dran halte, würde ich schon sagen, vielleicht dieser Ton hier. Ich werde den hier einfach mal ausprobieren. Und jetzt versuche ich mal hier so ein Muttermal von mir so ein bisschen abzudecken. Irgendeine Unebenheit muss ich ja mal abdecken. Ja, ein bisschen hat das schon abgedeckt. Ich finde auch, dass der Ton gar nicht so schlecht passt. Vielleicht sogar noch etwas heller. Da probiere ich mal den hier aus. Ich finde, die sind nicht so gut geordnet, die Farben, weil ich finde, der sieht heller aus als der. Obwohl dieser hellere passt jetzt nicht so gut hier, finde ich. Da fand ich jetzt diesen etwas dunkleren besser. Naja, also ich wollte es auch einfach nur mal testen und die Muttermale decke ich mir auch eigentlich nicht ab, sondern das lasse ich so ganz natürlich. Aber wenn man mal so eine Hautunreinheit hat und man möchte sich die Haut wirklich glatt und rein machen, dann kann man das schön mit so einer Camouflage-Palette abdecken. Und ja, ich habe jetzt noch nicht so ganz den richtigen Ton für mich gefunden. Jetzt nehme ich mal dieses relativ helle und schaue mal, wie das hier aussieht. Ja, das ist vielleicht noch wieder etwas zu hell sogar. So oder zu rosa, einfach nicht der richtige Hautton. Man kann es einfach ein bisschen durchprobieren. Ich finde jetzt, dass die Palette für den günstigen Preis gar nicht schlecht oder gar keinen schlechten Eindruck auf mich macht. Besonders dieses Silber hat mir gut gefallen. Also das ist ganz, ganz angenehm von der Konsistenz hier und ließ sich sehr, sehr gut so auf der Hand verreiben und gibt dann wirklich einen schönen Schimmer der Haut. Bei den anderen Farben, da war ich mir jetzt einfach noch nicht ganz sicher, welche zu mir gut passt. Aber das muss ja auch jeder dann einfach für sich selber bestimmen. Es verändert sich ja auch die Hautfarbe im Laufe des Jahres, wenn man sonnengebräunter ist oder wenn man eben im Winter ist. Und deswegen ist es ja gar nicht schlecht, wenn man so eine Palette hat und so ein bisschen von den Farben variieren kann. Aber wie ich eben schon gesagt habe, von ganz dunkelbraun bis ganz hell braucht man das eigentlich nicht. Also ja, aber ist ja eigentlich nur ein Vorteil, wenn man mehr Farben hat. Das will ich jetzt mal nicht kritisieren. Wenn zu wenig Farben dabei wären, das wäre ja viel schlimmer, als wenn zu viele Farben dabei sind. Ich finde es auf der Haut angenehm. Es fühlt sich jetzt nicht klebrig an, sondern man ließ sich wirklich gut einreiben. Und insgesamt bin ich da wirklich sehr zufrieden mit. Interessantes Produkt, also für den günstigen Preis wirklich super interessant. Sonst kostet ja eine Farbe schon deutlich mehr als 2 Euro. Und die Hautverträglichkeit ist wohl auch recht gut. Also ich finde es angenehm auf der Haut und vielleicht habt ihr auch schon mal so eine Palette ausprobiert oder vielleicht sogar genau diese hier. Dann schreibt das doch einfach in die Kommentare und schreibt, was ihr für Erfahrungen damit gemacht habt. Ob ihr so Camouflage benutzt, um Hautirritationen bei euch abzudecken.
ob ihr das vielleicht auch noch irgendwie ganz anders benutzt. Ich bin ja auch keine Kosmetikexpertin. Deswegen ab und zu schreiben mir Leute in die Kommentare, so benutzt man das gar nicht. Wenn ihr da vielleicht viel erfahrener seid als ich, da freue ich mich natürlich auch, wenn ihr dazu was in die Kommentare schreibt. Ich finde die Palette insgesamt ganz gut und werde die jetzt auch mal ein bisschen ausprobieren, noch ein bisschen schauen, welcher mein Hautton ist. Und ja, vielleicht habt ihr Lust, eben was in die Kommentare dazu zu schreiben oder meine anderen Videos zu sehen. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Schreibt was in die Kommentare, schaut auch meine anderen Videos und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!